Wir befinden uns hier an der Landesstraße 1198 Fellbach, kurz vor dem Ortseingang Kernenortstal Rommelshausen. Wir wurden zum Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person als Alarmierungsstichwort alarmiert. Es hat sich dann herausgestellt, dass ein Fahrzeug VW Golf auf einen an einer Haltebucht stehenden LKW aufgefahren ist. Die Lage vor Ort war, dass der Fahrer zu dem Zeitpunkt schon bereits verstorben war. Das hat der Notarzt festgestellt. Wir haben dann in Abstimmung mit der Polizei zunächst nicht mit den Bergungsarbeiten begonnen, weil eben die Kriminal- bzw. die Polizeiermittler noch vor Ort erwartet wurden. Wir haben dann anschließend den Fahrer aus seiner Lage befreit und leuchten jetzt hier noch die Einsatzstelle aus für weitere Ermittlungsmaßnahmen. Ich möchte nicht sagen, dass es Routine ist, es wird es auch nie werden, und wir schauen uns unsere Kameradinnen und Kameraden natürlich auch in so einem Einsatzfall sehr genau an, aber ich denke, das Team fängt so etwas auf. Wir waren mit insgesamt rund 30 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort.